Ja, wir Freiheitlichen stehen für einen Umwelt-, Natur- und Klimaschutz mit Vernunft und Hausverstand. Der Umweltschutz ist ein ständiger Prozess, der das Machbare auslotet, auf soziale Verträglichkeit setzen soll und neue Technologien als Teil der Lösung auch ansieht. Es ist das Potenzial der erneuerbaren Energien voll auszuschöpfen, damit Südtirol in Sachen Umweltschutz nach vorne kommt. Wir stellen uns dabei Investitionskredite für Private vor, für den Ankauf und die Installation von Photovoltaikanlagen. Photovoltaik sollte auch auf öffentlichen Gebäuden, Infrastrukturen möglich sein, aber auch auf denkmalgeschützten Gebäuden. Dann setzen wir weniger auf Verbote, sondern es sollten mehr Anreize geschaffen werden, beispielsweise in der Mobilität, wenn die Nahverkehrsinfrastrukturen modernisiert, ausgebaut werden und effektiv dann im Alltag auch funktionieren, wird der Umstieg vom PKW auf Bus, Zug oder Fahrrad sicher attraktiver. Dann natürlich auch die Regionalität und die Wirtschaftskreisläufe forcieren, die kleinen Wirtschaftskreisläufe forcieren.